Schauen wir mal, ob wir überleben. Das wäre schön. Ich mag diese gute Laune-Musik übrigens bei Minecraft. Ich liebe die. Huch! Bin ich jetzt wieder zurück? Alter, ich habe mich jetzt konzentriert, weil ich gerade wieder von dieser Wohnungsseite eine Benachrichtigung gekriegt habe, aber die wollten mir einfach nur ein Umzugsunternehmen andrehen. Ich brauche kein Umzugsunternehmen. So viele Sachen habe ich nicht. Ja, nochmal. Neuer Versuch. Ja. Okay, ich bin hier runter. Na, 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 na. Und dann bin ich dazu übergegangen, warum auch immer, eine Wendeltreppe zu nehmen. Warum habe ich das nochmal gemacht? Das ist doch Quatsch. Ja. Ich muss hier immer noch irgendwann mal eine Wand hinbauen, weil das echt hoch ist. Weil ich habe einen Coin of Flight. Ich bin ein Depp. Möchte ich mal anmerken. So. Hier ist mein Weg nach unten. Uiuiui. Habe ich hier irgendwo mal nach rechts und nach links gearbeitet? Ja. Hier, allen Anschein nach. Ich komme mir irgendwie noch nicht so vor, als wäre hier doppelt so viel Zeug wie oben. Wo bin ich denn da hoch? Ah. Ha. Was ist das? LED? Ich glaube, genau aus dem Grund bin ich hoch. Aua. Oh, Eisen. Und Uran. Na sowas. So, und jetzt bitte seine riesengroße Ader. Ach, Dankeschön. Für nichts. Ist das Kupfer, ne? Ja, natürlich ist es Kupfer. Oh, hoppala. Aber wenigstens alles in Cobblestone drin. Dann kann man sich übersehen. Warum sind denn die Kohlevorkommen immer so elendig groß? So ein Eisenvorkommen wäre mal geil. Aber den Gefallen tut einem das Spiel ja nicht. Stattdessen kriege ich immer einfach nur 300 Milliarden Tonnen Kohle. Na, na. So. Dann gehen wir hier weiter. Das Schöne ist ja, am End kannst... Ach, nicht im End. Im Deep Dark, du kannst einfach 30 Milliarden Kilometer in eine Richtung buddeln. Und keinen juckt's. Weil hier eh niemand wohnt. Das ist unsere Farming-Welt. Uran, das ist gut. Ich brauche Uran. Schade, dass man Uran nicht herstellen kann. Das wäre super praktisch. Weil Diamanten kannst du herstellen. Es dauert zwar elendig lange und ist super umständlich mit 30 Milliarden Zwischenschritten, aber man kann es theoretisch herstellen. So, die nehme ich auch mit. Da war auch noch Eisen. Oh, Eisen. Das war es wieder an Eisen. Netherquarz nehme ich auch sehr gerne mit.
Das brauchen wir auch tatsächlich ziemlich häufig. Ich merke aber, das ist eine gute Quelle. Also wir haben hier einen sehr guten Fleck gefunden, wo man sich in die Seite bauen kann. Das ist Redstone, das ist Copper. Okay. Das ist auch Copper. Ich dachte, das wäre Eisen. Ja, ist nicht so gut, wenn ich hier was höre. Uran! Yes! Zack, zack. Sehr schön. Weiter geht's. Das ist wieder Copper. Ja, natürlich. Weil es von Copper halt auch 50 Milliarden unterschiedliche Blöcke gibt. Super lästig. Ist auch Copper, ne? Ja. Blöd, wenn die Sachen in der Mitte sind. Eisen. Das ist LED. Eisen. Sehr gut. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Yay. Ist auch Copper, ne? Ja. Netherquarz. Danke dafür. Immer schön weitermachen. Schlecht, wenn ich Monster höre. Na, 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 na. Yes, Uran. Ich glaube, man kriegt im Deep Dark eine gewischt, wenn man zu lange stehen. Appetit. Zu lange stehen bleibt, ne? Nicht, wenn man in der Dunkelheit steht, sondern wenn man zu lange stehen bleibt. Zumindest hat es das beim letzten Mal den Anschein gemacht. Hier gibt es auch irgendwo noch die Deep Dark Tempel. Könnten wir eigentlich auch mal suchen. Aber dafür brauchen wir erst unsere richtig gute Rüstung. Und ein richtig gutes Schwert und so. Weil das, was wir aktuell haben, ist eher so meh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So, da ist wieder Eisen. Aber erst mache ich das da oben weg. Oh, da ist auch Eisen. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Ich komme hier jetzt immer runter. Ich glaube, das habe ich beim... Aua, das habe ich beim letzten Mal schon... Aua, beim letzten Mal schon gesagt. Als ich im Deep Dark war. Ich komme jetzt immer hier runter zum Eisen holen. Was tut sie? Sie kommt nicht hier runter, um Eisen zu holen. Und warum? Weil sie es wieder vergessen hat. Vor allem, es zählt gar nicht mehr die Ausrede, dass ich keine Zeit dazu hatte. Das ist voll schade. Mir gehen meine Ausreden verloren. Meine Tasche ist voll. Oh mein Gott. Ich kann die ganzen Ores wegpacken. Krass, oder? Yay. So. Weiter geht's. Das Schöne ist ja, dass wir den Coin of Flight haben, dass wir super schnell einfach zurückfliegen können, obwohl wir uns gerade seit Ewigkeiten in eine Richtung buddeln. Das ist ein Traum. Manche Sachen machen es einem so schön leicht in Minecraft. Vor allem vergesse ich die ganze Zeit, dass ich diesen Coin of Flight überhaupt habe. Das ist eigentlich das Traurige an der Sache.
Ich vergesse es einfach. Dabei will ich den ja schon ewig. Oh, so. Ich habe schon wieder keinen Platz in der Tasche, weil ich so viel Cobblestone aufnehme. So. Da ist auch noch Eisen. Jiho! Sehr schön. Nehmen wir auch noch mit. Selbstverständlich auch noch. Okay. Kein Eisen vergessen. Das ist ganz viel Kupfer. Und da ist eine komplett andere Höhle. Finde ich jetzt nicht so gut. Wenn ich ehrlich bin. Weil da könnten Monster sein. Die Monster sind im Deep Dark nicht so gut. So. Das Eisen nehme ich aber gerne noch mit. Uah. Hat er mich jetzt gesehen? Uah, ja, hat er mich. Ich habe einen Creeper, es ist einfacher, den einfach platzen zu lassen. So, aber ich gehe jetzt mal zurück, weil wir haben ein bisschen Eisen. Nion. Halt, da habe ich doch was gesehen, was ich übersehen habe. Genau. Uran. Wo ich keinen Platz mehr für habe. So. Jetzt muss ich ja fast noch ein bisschen Kohle mitnehmen, sonst ist die. Wegen der einzelnen Kohle will ich jetzt den Slot nicht verparken. So, noch ein bisschen Kohle. Und ab geht's zurück. Da war schon die Treppe. Wir sind gleich da. Jawohl. Und los geht's wieder hoch. Da geht's lang. Na? Praktisch. Muss ich immer noch ein bisschen drehen. Ich hasse Wendeltreppen. Warum bin ich denn auf diese dumme Idee gekommen, eine Wendeltreppe zu machen? Warum haltet ihr mich nicht von sowas ab? Also das nächste Mal, wenn ich anfange, eine Wendeltreppe zu bauen, müsst ihr Bescheid sagen. Müsst ihr sofort in die Kommentare schreiben, dass ich das doch bitte lassen soll. Also übrigens sehr praktisch, dass ich beim Zurückkommen hier auf dem Dach lande, weil dann muss ich mich nicht beeilen. Aua. Von dem Block runterzukommen. So, alles hier weg. Da kann auch alles raus. Und dann hier rein, außer das Eisen. Eineinhalb Stacks, passt. Ist doch gut. Packen wir auch gleich da rein. Was habe ich denn da noch? 7 Blöcke, das ist gut. Das heißt, es läuft noch ein bisschen.
Okay, ich brauche ja 12 Klotches. Deswegen bin ich ja losgegangen, weil ich Klotches bauen wollte. Dafür brauchte ich auch Glas. 27 Klotches. Ach, 27. Quatsch. 12. Wie komme ich denn jetzt auf 27? Wo kommt die 27 her? 12 Klotches. So, da, Klotsch. Vakuum-Tube. Eine brauche ich davon, ne? Vakuum... Ah, da habe ich noch 28 von. Oh, hoppala. Mhm. 4 mal 12. 12, 24, 36, 48. Ne? Fünf, sechs, sieben, acht. Sehr schön. Zehn, elf, zwölf. Perfekt. Dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Nein! Das Glas. Okay, aber ich habe noch unten Glas. Kein Stress, ich habe unten noch Glas. Das ist gut. Aber es wäre auch zu schön gewesen, hätte das perfekt funktioniert. So, ab nach oben. Glas, Glas, Glas. Und das ist die 12. Klotsch. Sehr schön. Dann packen wir die mal unten hin. Dann hätten wir die alle fertig. Da oben. Perfekt. Da unten kommt das alles weg. Jetzt brauche ich dann wieder Fluid Pipes. Und ich brauche noch zwei Aquarius-Akkumulator. Okay. Oh ja, stimmt, ich muss ja das... Oh. Da kommen die raus, ne? Jo. Und das Ganze geht ja eins weiter nach hier drüben. Ich gehe mal nur hier durch. So. Ich muss ja viel mehr frei machen, weil die Energiesachen auch da oben hin müssen. Ja, gut. Ist okay. So. Machen wir das halt auch alles weg. Zack, 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 zack. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Räume aussehen sollen. Verurteilt mich nicht. Ah. So. Da kommt es da hoch. Okay. Die Energie ist ja einfach zum hier hochkriegen. Dann mache ich einfach das da weg. Und jetzt hole ich mir Fluidcon. Ach nee, Quatsch, ich brauche noch die zwei Aquarius-Akkumulatoren.
Dafür brauche ich auch wieder Wasser.